Sie fix, ich steh auf die. Mit diesem Hit eroberte der 21-Jährige die Herzen der Oberösterreicher und OberösterreicherInnen. Gerechnet hatte er mit diesem Erfolg allerdings nicht. Geht da was? 1, 2, 3. Wir haben Musik gemacht, weil wir gerne Musik gemacht haben. Wir haben das Lied geschrieben und haben uns gedacht, wir bringen es aus. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut, wie es das erste Mal in Radio gespielt worden ist. Und jetzt haben sie es schon ab und zu öfter gespielt. Und immer wahnsinnig cool und ganz cool, wenn wir es dann live vor so vielen Leuten singen dürfen und wir es dann auch mitsingen. Mundart und große Emotionen zeichnen die Songs des sympathischen Salzburgers mit Band aus. Ja, mir geht super, ich freue mich schon wahnsinnig auf den Auftritt, so viel Leute und ja, wie immer, live spielen ist einfach das Coolste. Mehr als 1500 Besucher und Besucherinnen feierten beim Konzert im Park im Kurpark Aspach. Von Lampenfieber haben wir beim Interview aber echt nichts gespürt. Ein bisschen nervös ist man immer vor einem Auftritt, besonders 5 Minuten. Bevor man dann auf die Bühne geht und dann denkt man sich, wow, so viele Leute, und dann schaut man ein paar noch in die Augen. Aber dann, wenn man zum Musikspielen anfangen, ist die Nervosität weg und dann kriegen wir einfach das da, was uns Spaß macht und hoffen, dass die Leute mitsingen. Ich bin den Moment von der Bühne runter, man sieht es vielleicht ein bisschen Anspannung ist immer da. Wobei man dazu sagen muss, dass man irgendwann eine gewisse Routine entwickelt. Was nicht heißt, dass man nicht nervös ist, aber die Nervosität hält sich in Grenzen. Veranstaltern lässt die Anspannung nach einem Jahr Vorbereitung langsam nach. Also für so eine große Veranstaltung braucht man gute Nerven, viel Ausdauer und viele gute Arbeiter, die was da helfen, viele Vereinsmitglieder, weil sonst geht es überhaupt nicht. Oktober, November letztes Jahr ist mir die Idee gekommen, dass man einen Steiger nach Aspach bringen kann. Und habe einen Obmann von der Union Aspach genau gefragt, ob er einverstanden ist, dass er mittut. Da war ja gleich Feuer und Flamme. Und mittlerweile, wenn man heute sieht, sind wir alle hoch erfreut, oder Flo? Ja, genau so ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, Seppo hat schon Qualität. Wir kennen sie schon lang. Er ist ein alter Gastronom, ja, der was weiß, um was geht. Ja, nachdem wir im Vorjahr 2023 schon diesen Konzert im Park mit der Melissa Naschenwenk durchgeführt haben, natürlich heute mit Chris Steger und Band und natürlich zahlreichen Vorgruppen, die wir auch da haben, hier im wunderschönen Kurpark. Und es erwartet vor allem tolle Stimmung, eine wunderschöne Sommeratmosphäre hier in Aspach, die dann natürlich auch ein Wohlfühlgefühl als Wohlfühlgemeinde Aspach auslöst. Ich bin endlich froh, dass der Sepp die Idee gehabt hat. Ich hätte die Nerven mit 68 genommen und hat man es auch nicht mehr an. Mit guten 40 passt das. Die Tourpläne für dieses Jahr sind voll. Bleibt da noch Zeit für Privates? Ich glaube schon. Also am Wochenende werden wir Musik spielen und unter der Woche sind wir unterwegs und können tun, was wir wollen. Haben wir einen Spaß. Freizeit kommt nicht zu kurz. Musik ist Freizeit. Wenn man so eine große Leidenschaft hat, dann braucht man weniger Freizeit, würde ich fast behaupten. Noch vor ihrem großen Auftritt stehen Reini und Luki. Seid ihr nervös? Ein bisschen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Wir tun es ja nicht zum ersten Mal. Wart ihr schon dran? Ja, hörst nur ein wenig, oder? Geht vielleicht schon, oder? Ja, nein. Ach so. So, Entschuldigung. Jetzt bist du fertig mit deiner Husterei, dann fangen wir nochmal an. Okay, so. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Hallo. Hallo, servus. Ihr habt einen Auftritt noch, oder? Ja, wir haben unseren Auftritt noch. Wir sind noch ein Chris Steger. Ein bisschen. Das gehört dazu. Wir schreiben eigene Songs und ja, spielen halt auch Cover-Songs eher Vollgas-Party. Stimmung. Ja, genau. Reini und Luki haben sozusagen Heimspiel. Wir haben letztes Jahr schon gespielt und es ist immer wieder klasse da im Kurpark. Es ist wirklich eine coole Location. Wir sind quasi die Hausherren. Worauf freuen sich die Künstler und Veranstalter heute noch? Auf was gefällt mir am meisten? Ja, einfach auf die Leute und auf die Stimmung. Jetzt werden wir uns dann noch mit anderen sitzen und einmal kaputt in die Menge schauen und dann mal ein bisschen was rausnehmen und dann schauen wir weiter.
ich werde jetzt mal ausschwitzen und dann, dann in Chris Steger zuhören, Reini und Lucke, und dann schauen wir, was da oben da bringt. Was mir noch anliegen ist, an die Exekutive zu Dank zu sagen und an die Feuerwehr, und so Rudi Kreuz ist auch da. Und gut, dass wir die haben alle, und passt. Danke. Und hier noch ein finaler Aufruf an alle Zuseher von HT1. Gibt's Gas?